Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben, oder ich habe eine Umfrage gemacht bei YouTube. Und zwar, Moment, das sind nur ein paar Zeilen, aber ich musste mir echt einen Spickzettel schreiben. Ich habe eine Umfrage gemacht, was für ein Video als nächstes kommen soll. Und zwar haben da 641 Leute abgestimmt von 18.900 oder so. Ich hätte gedacht, es sind mehr. Davon haben 60% sich für dieses Video entschieden, weil ich habe gefragt, was wollt ihr sehen? Ich habe mir ein neues Motorrad gekauft und dachte, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das sehen möchte, und habe dann halt euch entscheiden lassen, entweder was der ganze Umbau gekostet, was wir jetzt gerade machen, das Video gleich, oder halt mein neues Motorrad. Und dann kamen noch 6%, habe ich geschrieben, oder was anderes, in Klammern, was denn? Fragezeichen. Da haben 6% gestimmt für was anderes, aber haben nicht geschrieben, was. Ja, ich produziere halt unwahrscheinlich gerne Videos, wisst ihr ja, für alle möglichen Kanäle. Und ich möchte das so ein bisschen mit euch zusammen machen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und ich habe mir mal wieder was überlegt, ein kleines Gewinnspiel, und zwar diese Feder. Das ist, kennt ihr wahrscheinlich von H&R, das ist so ein Stiftehalter, der, für einen Schreibtisch. Kannst du einfach deinen Stift reinpacken, fertig. Ich habe so ein Ding schon, das war bei meinem Fahrwerk dabei. Deswegen verlose ich das unter jedem Kommentar. Unter anderem könnten in diesen Kommentaren zum Beispiel stehen, was ihr als nächstes sehen wollt. Es würde mir die Arbeit erleichtern, weil ich produziere zwar gerne Videos, aber es macht mir umso mehr Spaß, wenn das auch viele Leute sehen. Ja. So, Thema Kosten. Ich habe die Auflistung vorhin gemacht, die hat mich selbst ein bisschen erschrocken. Sieht man das durch die Kamera hinten, den Zettel? Nee. Nee, ne? Sehr gut. Wir haben verbaut die Ego X Abgasanlage, habt ihr ja in dem letzten Video gesehen. Die hat gekostet 2.599 Euro. Da kam dann noch die Entre dazu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die gekostet haben, aber das wird nicht viel gewesen sein. Plus 400 Euro Montage. Montage, ja, ist halt 400 Euro. Dann haben wir eine Ansaugung drin. Warte mal, ich mach mal den Motor auf. Ich werde das Ganze euch auch so ein bisschen zeigen. Auspuff kann ich euch jetzt schlecht zeigen, weil ist halt unterm Auto. Dann haben wir die Ansaugung. Kann man das sehen? Oder ist das zu dunkel? Ich sehe gar nichts, weil es blendet. Ja. Ich sehe nur mich. Dann guck mich an mit der Kamera. Hallo. Ich blende euch das jetzt nochmal ein. Ist Nelly hinter der Kamera. Gib mal ganz kurz die Kamera, bitte. Nein. 16 mm. Wir sind gefahren. Wie fandst du es? Jetzt so im Nachhinein? Willst du wieder fahren? Ja. Ja, ne? Ja, würde ich machen. Es war, also mir hat es extrem Spaß gemacht. Viele Leute haben ja gesagt, dass du, dass ich dir ein Essen ausgeben muss und so weiter. Das machen wir jetzt übrigens gleich. Wir fahren zur Steimke. Cool. Oder Steinkampke, egal. Fahren wir auf jeden Fall gleich essen. Nee, Steakhouse. Steakhouse. Nicht? Da weiß ich nicht, was du meinst. Nee, du warst aber noch nicht. Ja, okay. Egal, weiter zurück zum Video. Ja, also mir hat es übel Spaß gemacht. Jetzt müssen natürlich erstmal neue Reifen drauf, ne? Stimmt, das war das letzte Video. Gar nicht das von der Abgasanlage. Nee. Sondern unser Video. Genau. Ja, also mir hat es, wie gesagt, mega Spaß gemacht. Jetzt müssen allerdings erstmal neue Reifen drauf. Das kostet aber halt auch wieder Geld, weil die Reifen, die ich haben wollen würde, wären die Michelin Pilot Sport 4S heißen die, glaube ich. Ja, die kosten halt für 20 Zoll mal eben wieder ein Tausender. Und da bin ich schon, das ist sogar schon Rabatt, oder 970 hat er mir, glaube ich, gemacht. Ne? 970 mit Montage, aber auch die musst du halt erstmal verdienen. Aktuell, wisst ihr selber, Corona-Zeit, ich bin selbstständig. Ja, ist wie es ist. So, jetzt wieder zurück zum Video. Ja, das ist die Ansaugung, die hat gekostet, ich muss wieder auf meinen schlauen Zettel kurz gucken. Die hat gekostet 699 Euro. Dann haben wir, könnt ihr jetzt nicht sehen und kann ich auch nicht abfilmen, habe ich aber auch wieder ein Video von gedreht. In- und Outlet ist aktuell im Angebot, ich weiß nicht mehr ehrlich gesagt, was ich dafür bezahlt habe, ist jetzt im Angebot bei HG für 170 Euro. Generell, wenn ihr, ich habe vorhin nochmal mit den Jungs geschrieben, ich bin ein bisschen aus der Puste, ich war ein bisschen Beine trainieren gerade. Wenn ihr Sachen von HG haben wollt, sagt einfach, ihr kommt von René, dann machen die euch so ein bisschen vom Preis was, bisschen geht da.
Dann haben wir Kotflügel, die habe ich jetzt einfach mal ohne Lack aufgeschrieben, sondern nur, was ich dafür bezahlt habe. Ich habe 399 Euro bezahlt. Jetzt habe ich vorhin mal geguckt, sind bei 406. Also zumindest den Anbieter, den ich gefunden habe. Das war nicht Mücke Carbon direkt. Ich weiß nicht, ob er da selber was draufschlägt. Ja. Dann zu den Levella RZ2. Sind mittlerweile wieder mal dreckig. Ich habe den Wagen gestern erst gewaschen, aber ich war, wie ihr seht, fehlt da das Alus Sonnenkeil. Ich habe eine neue Scheibe drin und jetzt darf ich den Wagen halt nicht waschen. Muss das Video aber heute produzieren. Heute ist Dienstag, damit es morgen Mittwoch, weil ich versuche jetzt jeden Mittwoch halt ein Video rauszubringen, online kommen kann. So, die Levella RZ2 in 20 Zoll 8,5 haben gekostet 1950 Euro. Dann könnt ihr wieder nicht sehen, habe ich eine Sachs Performance Kupplung verbaut, 960 Euro. Dann habe ich eine Audi TTS Bremse, also nicht TTRS, sondern also ohne R, ne? TTS Bremse, Flugzeug. Sekunde. Dann habe ich eine Audi TTRS Bremse verbaut, hat 1500 Euro gekostet. Dann könnt ihr auch wieder nicht sehen, gibt es aber auch wieder ein Video zu, logischerweise. Wagner Competition Lader habe ich hier noch drin für 899 Euro. Dann meine Sitze, das sind die Recaro Sportstar CS Sitze mit Konsole, mit allen möglichen Sachen, roundabout 3.500. Dann habe ich die ja im GTD-Stoff beziehen lassen, da haben wir 650 Euro für, ich sage mal wir, ich und mein Portemonnaie, 650 Euro für bezahlt. Dann Isofix-Bügel, den habe ich jetzt gerade nicht drin, weil heute ist Dienstag und ich hatte meine Tochter übers Wochenende wieder. Jetzt seid ihr wahrscheinlich verwundert, aber das könnte ich in einem anderen Video mal erklären. Dann haben wir, achso, der Isofix-Bügel 650 Euro, in Orange schon gepulvert, also ich glaube, das war in dem Preis sogar mit inbegriffen. Dann haben wir das Vektor-Datendisplay, sind 750 Euro gewesen, fanden viele von euch ja zu teuer, aber ich habe mir ein paar Displays angeguckt und das ist halt auch immer nur meine eigene Meinung. Ne? Das Display kann wirklich was und kann mehr als andere Displays. Meine persönliche Meinung. Es mag sein, dass es vielleicht für BMW einen speziellen Hersteller gibt, der da absolut geile und vielleicht sogar bessere Displays verbaut. Für den Golf 7 ist das, was ich herausgefunden habe oder das, was ich halt so gesehen habe, das beste Display. Also ich wollte das nur noch mal ganz kurz sagen. Ne? Soll keine Werbung sein. Ihr müsst das euch ja nicht kaufen. Dann haben wir, könnt ihr auch wieder nicht sehen, habe ich aber wieder ein extra Video zugedreht, die H&R Stabis verbaut. Weiß ich gar nicht mehr, was die gekostet haben. Ich habe eben im Netz geguckt, habe da ein paar Angebote gefunden. Ich habe mir jetzt mal so den Durchschnitt rausgenommen. Das waren 360 Euro. Dann habe ich ja das Fahrwerk. Das Einbauvideo dazu habt ihr nicht gesehen. Merkt man eigentlich, dass wir hier in der Nähe vom Flughafen drehen? Mhm. Dann haben wir das Video, habt ihr ich habe euch so ein bisschen was reingeschnitten. Der Grund, warum ich, also das eigentlich muss ich nochmal ganz von vorne. Das war ein fertiges und einzelnes Video, habe ich mit Sascha zusammen gemacht. Er hat das ja eingebaut, danke nochmal dafür. Nur, das haben wir gedreht, da war ich noch komplett clean im Gesicht. Und es ist mir jetzt im Nachhinein irgendwie unangenehm gewesen, das genau so zu posten. Deswegen habe ich es einfach sein lassen und habe mir ein paar Stücke einfach nur rausgesucht aus dem Video, wo mein Gesicht nicht zu sehen ist und habe das einfach mit in das letzte Video reingepackt. So, ja, das ist echt eine hohe Summe. Sind 18.236 Euro. Ist nur ein Golf. Aber ist halt mein Golf und ich habe ihn halt so gemacht, wie ich ihn haben will. Ich würde an der Folierung würde ich gerne noch was ändern. Den Motor würde ich gerne noch mal verstärken. Und wir fahren ja auch demnächst noch mal zu SAR auf dem Prüfstand. Das wollte ich eigentlich mit Philipp heute schon machen. Aber bei denen läuft der Laden auch so gut, dass die dafür keine Zeit haben, deswegen nächste Woche oder übernächste Woche muss ich mal gucken. Kriege ich dann auf jeden Fall auch noch mal ein Prüfstandsvideo, damit wir mal die ganz genaue Messung beziehungsweise viele sagen ja, dass der Prüfstand bei HG hundertprozentig genau ist. Das mag sein, aber wir wissen halt ganz genau, was wir bei SAR gemessen hatten, die Eingangsleistung, die hatten wir schade. Also da habe ich habe es. Ich wusste auch nicht, dass wir danach eine Leistungsmessung machen. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätten wir das Ding vorher nochmal vielleicht auf den Prüfstand gestellt. Aber damit wir einen vernünftigen Vergleichwert haben und ihr nicht, das ist gar nicht möglich und sowieso, ne, dass ich nicht immer rumdiskutieren muss, weil mir geht es nicht um Leistung. Natürlich ist das schön, jetzt so viel Leistung zu fahren, aber 370 oder so, das
wäre auch okay gewesen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich mache jetzt Sachen, die ich verändere, die haben jetzt gerade nichts mehr mit der Leistung zu tun, sondern mit dem Auspuff zum Beispiel. Das war ja das, was das gebracht hat, weil wir hatten den auf dem Prüfstand mit 379 PS ohne Ansaugung gemessen, sondern mit der originalen Ansaugung und ohne Inlet und Outlet und ohne Auspuffanlage. Da ist jetzt halt diese Differenz entstanden. Natürlich was Schönes, aber war nicht darin, ja, den Auspuff habe ich wegen dem Klang. Ansaugung habe ich wegen dem Ansauggeräusch. Ja, sowas alles, ne? Noch was? Ja, aber ich möchte trotzdem den Motor verstecken, damit ich halt noch ein bisschen länger Spaß daran habe. Folie soll nochmal kommen und dann bin ich jetzt gerade wieder am Überlegen, war ich ja erst nicht, ob ich die Rückbank rausschmeiße oder ob ich die drinnen lasse. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was sagst du? Theoretisch brauchen wir sie nicht. Theoretisch brauchen wir sie nicht. Ja, für Katie, also meine Tochter, ne? Wir haben noch ein Auto. Ja, wir haben noch ein Auto stehen. Das könnten wir nutzen, aber ja, ich weiß nicht, weil wenn da ein, also wenn die Rückbank raus ist, würde ich entweder gerne nur so eine Strebe reinmachen hinten oder halt einen Vollbügel, ne? So. Aber man muss dazu sagen, die Rennstrecke, das wollte ich nochmal, habe ich beim letzten Mal nicht gesehen, weil es mir erst danach aufgefallen ist, die Rennstrecke hat dem Auto schon echt zugetragen. Also gerade den Felgen, es ist echt extrem heiß geworden. Wir haben, komm mal kurz mit. Hier sind ja so welche Dinger drauf, ne? Diese Kappen, die steckst du dann hier drauf. Das ist diese Zentralverschlussoptik, hat man gesehen. Oder war das jetzt so? Die reicht ein bisschen schnell, aber ja. Das ist diese Zentralverschlussoptik und die Felgen sind so heiß geworden, blöd von mir selber, dass ich da nicht dran gedacht habe. Sieht man genug oder soll ich wieder ins Licht? Mhm. Blöd von mir selber gewesen, dass ich da nicht eher dran gedacht habe, dass meine Felgen unter der Rennstrecke auch leiden. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh, hoffentlich halten das die Reifen aus. Haben sie echt gut gemacht. Es kommt trotzdem neu, aber die Felgen haben echt leider ein bisschen gelitten. Kann sein, dass ich die einmal neu pulvern lassen muss, Mutlu. weil ich hatte die richtig schön sauber gemacht, weil ich dachte, okay, du machst noch einen Carbon und du machst noch das und du machst noch das. Ja, und dann mussten wir aber schnell, also relativ schnell wieder weg und dann, ja, bin ich dazu nicht mehr gekommen, halt die ganzen Sachen, die ich eigentlich noch für das Video haben wollte, zu drehen. Auf jeden Fall war dafür der Wagen sauber. Nach der Rennstrecke waren die Reifen natürlich schwarz, beziehungsweise die Felgen. Ja, und das hat sich durch die Hitze, glaube ich, so eingebrannt, ich krieg's nicht mehr weg. Ich hab den Alus-Felgenreiniger probiert. Ich habe von Sonax Produkte benutzt. Ich habe Grünteufel. Ich habe mit allen möglichen Leuten gesprochen, die haben gesagt, hier, probier mal. Ich habe alles probiert. Habe dann sogar von einem Aufbereiter so ein extrem Hochgemisch. Also wenn du das auf die Felge sprühst, dann brennt dir deine Lunge weg. Am besten nicht atmen. Selbst das hat leider nicht geholfen. So eingebrannt ist das Zeug. Ja, also einmal pulvern. Ich würde sagen, denkt an das Gewinnspiel, die Feder. Schreibt mir bitte wirklich, damit wir, das ist jetzt einfach nur so ein Video, was ich eigentlich nicht gerne mache, aber ihr wolltet das halt sehen und viele Leute schreiben immer wieder bei Instagram oder, was hat das alles gekostet? Und deswegen dachte ich, komm, machst du kein Geheimnis, wenn ihr euch die einzelnen Videos anguckt und die Preise im Internet recherchiert, wisst ihr es auch, ist ja auch egal, rein theoretisch. Ich habe jetzt so Kleinkram wie Kennzeichen oder Stoßstange clean, habe ich jetzt nicht mit, ne? Kennzeichen sind vom Kennzeichen hält. 120 Euro, Stoßstangenclean hat mich 250 gekostet, weiß nicht, ob das ein korrekter Preis ist oder nicht. Magnete, keine Ahnung, 60 oder 80 Euro. Ja, so welche Sachen habe ich da jetzt nicht mit eingerechnet, sondern nur die Teile, die wir auch eigentlich im Video oder in den Videos behandelt haben. Ne? Sage ich schon wieder wir. Ich meine aber eigentlich mich. Ja, deswegen ist dieses Video entstanden und nicht, wird es wahrscheinlich jetzt auch wieder einige geben, die denken, ich will damit prallen oder sonst was. Wenn man sich das ausrechnet, hat man die Summe auch raus. Ihr wolltet das Video sehen, deswegen haben wir das Video jetzt für euch schnell gedreht. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, damit wir so eine, ich würde mir wünschen, dass wir wie so eine kleine Community werden, weil ich habe dadurch, dass ich, das ist natürlich Philipp geschuldet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dadurch, dass ich mit Philipp zusammenarbeite, habe ich relativ viel Zugang zu allen möglichen Sachen und entweder zum Beispiel Sachen, die er nicht zeigen möchte oder weil es seine Zuschauer nicht interessiert oder, ne? Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich will euch ja noch auf dem Kanal ein bisschen zeigen, wie man schneidet, wie man dreht und so weiter und so fort, aber ihr müsst das halt auch sehen wollen. So.
Deswegen schreibt es einfach in die Kommentare. Jeder Kommentar hat die Chance, diese Feder zu gewinnen. Ich sage danke. Achso, das kommt dann im nächsten Video, wo ich dann, denke ich mal, mein Motorrad vorstelle. In dem Video wird dann der Gewinner bekannt gegeben. Das ist nächste Woche Mittwoch. Wird schwer? Mhm, okay. Mein Arm fällt dich ab. Ciao.